Nordfriesland. Heute geht es mal um Karl Ludwig Jessen, also sozusagen mal ein wenig Kunst. Zu Nolde werden wir irgendwann mit Sicherheit auch noch kommen. Karl Ludwig Jessen ist natürlich der Maler des nordfriesischen Volkes und mit ihm verbindet mich insofern viel, weil Mutter mal zu Weihnachten von ihren Eltern eine Sammelmappe, die heute sehr begehrt ist, bekommen hat und die sie mir vermacht hat. Daraus habe ich etliche Bilder eingerahmt und an meiner Wand im Wohnzimmer hängen. Ich werde sie auch einblenden und ja, ich habe sie eben mal abfotografiert. Und in ihren Unterlagen fand ich irgendwie, das sieht so aus, als wären das herausgerissene Seiten aus irgendwas. Keine Ahnung. Und das Geschriebene ist auch schwer zu lesen, weil die Buchstaben nicht so ganz modern sind, wie sie heute gebraucht werden. Und ich muss auch sagen, dass dieser Bericht, das muss sagen, betone ich immer, weil dieser Bericht oder was ich hier gefunden habe, ist von Dr. Eduard Gudenrath. Und ich lese mal vor, weil da steht viel über den Karl Ludwig Jessen und die Mentalität der Friesen und so weiter drin. Und zusätzlich blenden wir dann mal das eine oder andere Bild ein. Und dann bei einem ganz bestimmten, das kann ich aber auch noch mal eben hochhalten. Dieses, das will ja mein Videobearbeiter nicht. Also blenden wir es jetzt ein. Da kommt gerade Tante Nelle oder Nelly Nelle durch die Tür mit den Gläsern. Und das ist ja die Tante Nelle, die ganz, ganz früher in Mutters Reddachhaus in der Deichstraße 10 gewohnt hat. Und Mutter kennt die Herrschaften, die auf diesen Bildern gemalt sind, zum Teil noch alle persönlich. Mein Gott, ja, sie wird ja 100. Und da kennt man natürlich noch diese ganzen alten Menschen. So, das geht also los. Der Maler des nordfriesischen Volkes. An der Seite seines älteren Bruders Christian schritt der kleine Karl Ludwig Jessen den Malerkorb unterm Arm hinaus über die eingedeichten Fennen auf die weit verstreuten Bauernhöfe des Marschlandes. Zu Hause in Dezbel hatte er schon dem Vater in der Tischlerwerkstatt geholfen, kaum dass er über den Rand der Hobelbank hinausgewachsen war. Nun unterstützte er auch seinen Bruder bei den Malerarbeiten, denn in den Friesenstuben liebte man die bunte Farbe und es gab dort viel zu tun. Die kleinen Hände, die damals mithalfen, friesische Bauernstuben auszumalen, waren zu einem Werk berufen, dessen Bedeutung und Notwendigkeit sich erst der alte Jessen ganz bewusst geworden sein mag, nämlich dem Volk der Nordfriesen in der Malerei ein Denkmal zu hinterlassen. So wie der vor 100 Jahren geborene Friesensohn auf seinen vielen Wegen seine Heimat sah, so finden wir sie heute nicht mehr. Von der alten Welt des Friesentums ist inzwischen so viel verloren gegangen. Verloren gegangen, vor allem für unser Auge. Die Friesen freilich sind dieselben geblieben. Wie ihre Vorfahren sitzen sie noch auf dem einst dem Meere abgetrotzten Marschland und den einsamen Inseln und Halligen der Nordseeküste. Und dieses Volk der Nordfriesen hat in seiner eigentümlichen, stolzen und selbstbewussten Abgeschlossenheit sein altes Gesicht bewahrt. Sie sprechen noch ihre eigene Sprache, die nirgends gelehrt und geschrieben wird. Aber so eigenmächtig abgeschlossen lebt dieses Volk, dass dieses Friesisch in verschiedenen Gegenden mundartlich so verschieden gesprochen wird, dass schon ein Friese den anderen aus dem Nachbarort oft kaum noch versteht.
Auch das alte Friesenhaus hat unverändert seinen Charakter bewahrt. Aus dem matten Ziegelrot leuchten weiß gestrichene Tor- und Fensterrahmen unter dem gedunkelten Strohdach. So hat es in seinem Aussehen etwas von dem freundlichen Ernst seiner Bewohner. Jedoch in diesen Häusern der Friesen finden wir immer seltener der Urväter Hausrat. Das ererbte Gut alter friesischer Volkskunst ist in einer weniger verständigen Zeit den für besser gehaltenen neuen Ausstattungen gewichen. Trödler und Händler haben davon zusammengekauft, was erreichbar war. Und Museen wie das Kunstgewerbemuseum in Flensburg sahen bereits ihre Aufgabe darin, echte altfriesische Wohnräume in größerer Zahl für die Nachwelt zu erhalten. Auch die alte Friesentracht wird fast nur noch auf der Insel Föhr getragen. Nun ist das bunte Trachtenkleid ja nicht allein das Siegel des Volkstums. Was so die Friesen an äußerem Schmuck der neuen Zeit zum Tribut gegeben haben mögen, den inneren Überlieferungen ihres Wesens sind sie zäh und schicksalhaft verbunden mit der dunklen Macht ihres unvermischten Blutes. Dennoch empfinden wir den Verlust, wir vermissen die äußeren Erbgüter, nicht wegen des romantischen Schimmers der bunten Altertümlichkeit, sondern weil sie das Sichtbare, weil sie das gewissermaßen das bunte Panier des Volkstums sind. Wichtiger als die Tracht ist uns das Gesicht eines Volkes. Das Gesicht ist ewig, die Tracht, so sehr sie uns auch Ausdruck der konservativen Gesittung ist, war stets wandelbar. Die Tracht der Friesen, beinahe auf jeder Insel mit anderen Unterscheidungsmerkmalen, hat auch im 16. Jahrhundert ganz anders ausgesehen als etwa im 18. Jahrhundert. Sie ist im 19. Jahrhundert während der langen Lebenszeit Jessens immer mehr dem bürgerlichen Zug der Zeit gefolgt. Wir sehen diese Veränderung während zweier Generationen auf dem Gemälde Besuch der Großeltern, wo nur der Großvater noch in den altfriesischen Kniehosen und der roten Jacke erscheint. Ich guck mal, wenn ich's finde, dann blende ich es ein. Jessen hat seine Landsleute so gemalt, wie er sie in ihren alten Stuben noch angetroffen hat. Deswegen mag ich das auch so. Das ist so, er hat die Leute so gesehen, wie sie sind. In seinen Bildern ist Gegenwart. Er hat in späten Jahren wohl dem entschwindenden Altfriesentum bereits nachgeben müssen. Aber er hat nicht auf Vergangenes zurückgegriffen. Jessen ist nicht von außen wie ein Historian oder Trachtenmaler an das Lebensbild seines Volkes herangegangen. Er hat zuerst seinem Volke ins Gesicht geschaut. Hier begegnen wir wieder dem jungen Malergehilfen, in dem jetzt der Künstlerehrgeiz erwacht ist. Er zeichnet Köpfe. Der Bruder Christian hatte ihm die ersten Anleitungen dazu vermittelt. Die Treue, mit der er seinen Bleistift und Kreidezeichnungen, die Köpfe wiederzugeben vermochte, hat den friesischen Bauern gefallen. So viele Bestellungen bekam er im weiten Umkreise von Dezbel, dass er mit seiner Kunst den Unterhalt seiner Familie bestreiten konnte, nachdem der Vater frühzeitig gestorben war. Die Zeit war arm. Das Wort vom reichen Marschbauern erweckt die irrtümliche Vorstellung, als sei in Nordfriesland von je ein bequemer Wohlstand zu Hause gewesen. Die Friesen des Küstenlandes, wie vor allem auch die Inselfriesen, haben in steter, harter und entsagender Arbeit ihren Lebensgrund geschaffen, auf dem allerdings jeder frei und selbstständig zu stehen vermag. Auch die häusliche Kultur, die sich so reich in unseren Bildern widerspiegelt, muss keineswegs als Ausdruck gesehen werden, denn sie ist Allgemeingut. Sie ist einfach Lebensbedürfnis und also notwendig entstanden aus dem Charakter des Friesen. Der Herrensinn des feinen Bauern, des
Schiffsführers prägt sich hier aus und der besitzschaffende, strenge Geist einer zuchtvollen Ordnung. Hier zeigt sich das Selbstgefühl dieser Menschen. Wir verstehen wohl, dass es damals allgemein Brauch werden konnte, ein Bildnis von sich anfertigen zu lassen und aufzubewahren. Vornehme und hochherzige Familien, die sich ebenso der Kunst des Jessens bedienten, haben den jungen Autodidakten auf die Akademie nach Kopenhagen geschickt. Dort hat ihm die fachliche Treue seines Malens Beachtung und Anerkennung eingebracht. Aus den zweiten Jahren seiner Kopenhagener Lehrzeit stammt das stille, besinnliche Selbstbildnis. Das blenden wir mal ein. Mit einer gewissen Befriedigung lässt uns der Maler auf dem Bild auch etwas von der neuen Bildungswelt erkennen, die ihn hier umgibt. Aber die Anziehungskraft der Heimat blieb stärker. Während der 9 Jahre seiner Kopenhagener Zeit kam Jessen oft zurück, malte in der abgelegenen Gegend des Risum-Moores, aus der seine Mutter stammte, oder malte drüben auf der Insel Föhr. Von dort bringt er die ersten Innenraumstudien mit. Er hat die malerische Schönheit der Friesenstuben entdeckt, aber sie sind für ihn mehr als nur ein malerisches Problem. Er hat zugleich ihren inhaltlichen Wert entdeckt als ein Stück nordfriesischen Volkstums. Bis ans Ende seines Lebenswerkes hat er sich von nun an immer wieder daran gemacht, solche Innenräume zu malen, ganz gegenständlich, gerne auf figürliche Belebung verzichtend. Die Dinge waren ihm wertvoll genug, hat er doch selbst als Junge in der Werkstatt seines Vaters und als Malergehilfe seines Bruders mit Hand angelegt an der Ausstattung dieser Räume. Jetzt stellt er sie im Bilde dar mit der sorgfältigen Genauigkeit des handwerklich Beteiligten. Er malt nicht jene Art stimmungsvolles Interieurs, wo sich die Dinge im schwebenden Licht auflösen. Er malt die Dinge selbst und schafft damit Zeugnisse friesischen Volkstums. In dieser Beschränkung liegt die Bedeutung seiner Kunst, die restlose Hingabe dieses Künstlers an die wohlhafte Wirklichkeit ist einzigartig. Solche Innenräume findet eine ganz andere Welt. Es sind wenig Möbel darin, oft außer dem Tisch und den Sitzbänken nur eine große alte Truhe, zuweilen mit prächtig wirkendem Schnitzwerk. Solche einfachen Räume sind oft von geradezu feierlicher Wirkung. Das Prunkmöbel entspricht dem echten alten Patriziergeist. Wir finden die hervorragenden Erzeugnisse kunstvoller Tischarbeit. Die hier wiedergegebene Pesel im Ostenfeld in der Gegend von Husum mit dem reich geschnitzten Schrank und dem prächtigen schweren Tisch gibt ein schönes, aber durchaus nicht seltenes Beispiel. Blitzblankes Messinggerät und altes Fayence-Geschirr findet als Zimmerschmuck aufgestellt. Wie dieses sind auch sie, die in Nockenweberei hergestellten bunten Kissen, Erzeugnisse friesischer Volkskunst. Das Zimmer wird noch farbiger durch den bunt gewebten Vorhang vor dem Alkoven in der dekorativen Art friesischer bei der Wandweberei, keine Ahnung. Der Alkoven enthält die schmalen und keineswegs sehr bequemen Schlafplätze, aber er bietet im Winter Wärme und dazu gibt es ja noch die schönen Messingen mit glühender Kohle zu füllenden Bettpfannen, von denen eine an der Wand des Ostenfelder Pesel zu sehen ist. Im Durchblick durch die offene Zimmertür erkennt man dann auch noch den Beilegeofen. Mit den idyllischen Szenen häuslichen Lebens, die Jessen gelegentlich malte, ach, ist das schwer in diesem... Ich zeige euch mal, wie die Schrift ist. Könnt ihr das sehen? Das ist so schwierig. Bleibt das Interesse immer noch am stärksten dem rein Gegenständlichen zugewandt.
vor allem auch dem reizvollen friesischen Trachtenkleid. So, jetzt wollen wir noch mal eben gucken, wie das mit der Atmosphäre ist. Man versammelte sich in ihren Haupt. Das ist so zerflettert hier, dass ich das überhaupt nicht mehr hinkriege hier. Das sind jetzt die Gemälde Mutter und Kind. Die können wir noch mal einblenden. Dann der Ostenfelder Pesel. Das Gemälde ist von 1912. Was haben wir hier noch? Ach ja, das ist auch toll. Die Schnitterstube, das ist das Gemälde von 1903. Und dann ein friesisches Tinggericht. Gemälde aus dem Jahre 1875. Und von dem Tinggericht, da muss ich mal gucken, da steht hier auch noch was drin, weil... Genau, das war hier. Der rechten Wahrheit, warte mal. Selbst gegeben. Ja, hier haben wir es. Ach Gott, das tut mir aber jetzt leid. Jetzt habe ich euch hier hängen lassen und mich selber auch. Entschuldigt mich dafür. Also Jessen kannte aus seiner Jugend noch das Nibeler Tinggericht, das früher im Freien und später dann im geschlossenen Raum abgehalten worden ist, wie er es hier in seinem Gemälde schildert. Frauen und Männer, jung und alt, nahmen daran teil. Hier findet der Maler Jessen nun sein Volk versammelt. Hier kann er die vielen Gesichter malen, denen er begegnet war, die er studiert hat, aus denen schließlich ihm und das friesische Volksgesicht entgegentritt. Also ich habe mal versucht, so ein bisschen auch zu kürzen, sonst wäre das viel zu umfangreich geworden. Ich finde diesen Maler aber einfach toll, weil, wie gesagt, ich selber ein paar Werke davon habe, natürlich keine Originale. Und im Nibeler Museum hängen ja auch noch Darstellungen oder Bilder von ihm, und dieser die gute Stuf und der Pesel und so weiter und mit den blau-weißen Kacheln und dem Friesenblau ist ja auch noch im Museum in Nibel zu sehen. Also das war Karl Ludwig Jessen. Es ist unglaublich, dass Mutter da noch Leute draus kennt. Und in diesem Sinne war das jetzt mal ein bisschen Kultur, wenn auch stotternd. Aber verzeiht mir, es ist nicht immer ganz einfach, aus diesen ganzen alten Unterlagen das Richtige rauszufischen. Und ich möchte da ja auch nicht drin markieren mit einem Marker oder so. Und deswegen verliere ich auch ab und zu mal die Zeile. Ist so, menschlich. Ja, ihr Lieben, das war's heute mal. Und ich hoffe, dass auch noch schöne Bilder dann da reinkommen. Ich muss noch mal gucken, wie wir die setzen. Das wird mein Videobearbeiter sicherlich machen. Und bis dahin bleibt mir wieder gewogen. Moin, Nordfriesland, und tschüss, eure Kirsten.